die Gerüchte über Diddy und Justin Bieber. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn. So dass Justin im Alter von gerade mal 13 Jahren für einige Monate nach Atlanta zog. Das ist doch krass, Bruder. Du kannst ihn doch nicht alleine mit 13 Jahren einfach da mitgehen lassen, weißt du? Und wurde innerhalb wenigen Monaten zu einem Megastar. Er begann mit vielen Stars zusammenzuarbeiten, darunter auch Diddy. November 2009 für 48 Stunden das Sorgerecht für Justin hatte, um mit ihm ein wenig Party zu machen. What the fuck? Diddy habe Freak of Tapes, in dem Justin Bieber mit zahlreichen Stars zu sehen war, im Darknet für 500 Millionen Dollar verkauft. So sehen die Leute aus, die hinten dran die Fäden ziehen. Verstehst du, wie ich meine? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ben Bugatti. Das Video heißt Die Gerüchte über Diddy und Justin Bieber. Ja, also jetzt gerade kommen täglich neue Videos raus über P. Diddy und was der Bruder so für Machenschaften am Laufen hatte. Und ich finde das Thema schon interessant, weil ja, das einfach auch zeigt, was so hinter den Kulissen bei den Stars, bei den Vorbildern, die junge Leute sehr krass feiern und die wir auch in der Vergangenheit gefeiert haben. Es ist auf jeden Fall ein crazy Thema und ich finde es gut, dass das jetzt gerade exposed wird und ich denke und fühle auch, habe das Gefühl, dass in Zukunft auf jeden Fall da noch mehr um die Ecke kommt. Ich habe ja auch schon predicted damals schon, dass Jay-Z der Nächste sein wird. Jay-Z und Oprah sind so die zwei Namen, die bei mir im Kopf sind, wo ich denke, da wird als Nächstes auch was rauskommen. Aber ja, das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt ist hier Diddy und Justin Bieber. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Wir gehen rein in den Peter jetzt. Aber sowas von. Und los. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. Vor 4 Jahren gab Justin krass, Bro. Bieber ein Interview, in dem er in Tränen ausbrach und sagte, dass es sehr schwer war, als Kind in der Musikbranche klarzukommen. Ich sag, Kids haben da nichts verloren. Habe ich ja schon mal gesagt. In dem Alter, guck ihn mal an, Alter. Diese kleinen, diese innocent. Und du hast ja gesehen, bei Nickelodeon hast du gesehen, bei Disney. Jetzt hier auch in der Musikindustrie. They taking advantage of them. You know what I'm saying? Das sind halt junge Leute, die noch naiv sind und in diesen Industrien sind halt Pedos unterwegs und deswegen werden die immer ihre Machtposition nutzen, um die jungen Leute in der Industrie dann halt für ihren Nutzen, weißt du, wie ich meine, auszunutzen, so, weißt du, und das ist halt traurig, Bro, aber es ist halt leider so. Deswegen sage ich Kids, gar nicht in diese Industrie reinlassen. Hollywood, Music, dies, das, bla. Man muss die beschützen, die Kinder. Die sollen erstmal behütet groß werden. Wenn die ein Talent haben, können die das mit 18 auch noch ausleben. In diesem Interview sprach er nicht direkt über eine bestimmte Person. Doch seitdem begannen die Leute, Justins Karriere genauer zu durchleuchten und sich zu fragen, was ihm wohl über die Jahre widerfahren ist. Ich frage mich aber auch da, wo sind die Eltern, weißt du? Man muss doch, wenn man ein Kind, ein minderjähriges Kind in die Industrie reinlässt, muss man doch ein krasses Auge auf die haben. Und eigentlich bei jedem Schritt dabei sein. Nun bekannt wurde, dass Diddy hinter den Kulissen sehr viele fragwürdige Dinge getan haben soll, glauben viele, dass auch Justin eines der Opfer von Diddy gewesen sein könnte. Doch stimmen diese ganzen Gerüchte? Das werden wir uns heute genauer anschauen. Justin Bieber wurde am 1. März 1994 in Kanada geboren und sein... Digga, der sieht schon da aus, guck mal, der hat schon da die Frisur, Bruder, jetzt. Justin Bieber wurde... Bester Mann. ...am 1. März 1994 in Kanada geboren und seine Mutter war gerade mal 18 Jahre alt, als er auf die Welt kam. Seine Eltern trennten sich, als Justin gerade mal 10 Monate alt war, sodass seine Mutter ihn alleine großzog. Durch seine Mutter kam Justin schon früh in den Kontakt mit Künstlern wie beispielsweise Michael Jackson oder Usher und entwickelte eine Leidenschaft für Musik. Er begann zu singen und zu tanzen. Und da kein Geld für Musikunterricht da war, brachte er sich selber bei, Instrumente wie Schlagzeug oder Klavier zu spielen. Um sein Talent zu fördern, organisierte seine Mutter ihm mehrere kleine Auftritte an Schulen und in Kirchen und meldete ihn bei Gesangswettbewerben an, bei denen er immer gut abschnitt.
Diese Auftritte nahm seine Mutter auf und lud die Videos regelmäßig bei YouTube hoch, wodurch Justin sich eine kleine Fanbase aufbauen konnte. Geil. Durch die YouTube-Videos wurde im Jahre 2007 Scooter Brown, der damalige Marketingdirektor des Labels So-So Def, auf Justin aufmerksam. Er fuhr zu einer Schule, an der Justin auftrat, und bot ihm an, ihn mit nach Atlanta zu nehmen, um dort ein Demotape aufzunehmen und ihn mit der Musikszene zu connecten. Justins Mutter zögerte zunächst, aber nach einigen Gesprächen, ja, zu Recht, überzeugte Scooter Brown sie, sodass Justin im Alter von gerade mal 13 Jahren für einige Monate nach Atlanta zog. Das ist doch krass, Bruder. Du kannst ihn doch nicht alleine mit 13 Jahren einfach da mitgehen lassen, weißt du? Leider ist es auch so, die Amis sind halt doch voll auf dem Cash-Film unterwegs, ne? Und wenn du den Eltern genug Cash versprichst und sagst, er kann groß rauskommen, und dann machen da einige mit halt leider, weißt du? Ganz alleine mit 13 Jahren nach Atlanta, Bruder, jetzt. Dort war er zum ersten Mal in professionellen Studios und lernte Musikgrößen kennen, die sofort sein Talent erkannten und ihn unter Vertrag nehmen wollten. Darunter auch Justin Timberlake, dessen Vertrag Justin fast unterschrieben hätte. Krass, Bruder. Da Scooter Brown allerdings wusste, dass Justin Bieber ein Ausnahmetalent war, versuchte er, Justin weiter an sich zu binden und arrangierte ein Treffen mit Justins damaligen Idol Usher. Da wäre der wahrscheinlich mit Timberlake besser dran gewesen, aber weiß man nicht, aber... Scooter spielte Usher einige Demos von Justin vor und überzeugte ihn davon, dass Justin Bieber das nächste große Ding sein würde. So gründeten Scooter Brown und Usher im Jahre 2008 das Label Raymond Brown Media Group, nur für Justin Bieber. Und da Justin, crazy, wie erwähnt, ein sehr großer Fan von Usher war, unterschrieb er natürlich sofort bei dem Label. Guck dir den an, den kleinen Jungen, Digga, heftig. Bis heute ist Justin vertraglich an Usher und Scooter gebunden. Und das Label erzielt jedes Jahr Millionenumsätze, obwohl Justin der einzige Künstler auf dem Label ist. Im Jahre 2009 zog Justin dann endgültig nach Atlanta, um täglich an seiner Musik zu arbeiten, und wurde innerhalb wenigen Monaten zu einem Megastar. Er begann mit vielen Stars zusammenzuarbeiten, darunter auch Diddy. Diddy hat ja mit Usher, wo der Usher jünger war, auch schon einige Sachen durchgezogen, gerüchteweise, ne? Also Gerüchte halber, also es geht so, man vermutet es. Nach eigenen Angaben im November 2009 für 48 Stunden das Sorgerecht für Justin hatte, um mit ihm ein wenig Party zu machen. What the fuck? Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 Hours with Diddy. Where we hanging out and what we doing? We can't really disclose. I have been given custody of him, you know, and we gonna go full, buck full crazy. Are we gonna listen? Let's go get some girls. Man after my heart. Let's go get some girls. Like, wie alt ist denn der da? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Das hat er bestimmt, Diddy hat er bestimmt vorher eingeflüstert, sagt das. Dieses Video sollte eigentlich dazu dienen, Justins Album zu promoten. Und bis heute ist unklar, ob sie wirklich 48 Stunden miteinander verbracht haben. Doch es ist mehr als fragwürdig, dass ein 25 Jahre älterer Mann mit einem gerade mal 15-jährigen Jungen... 15 Jahre alt, Digga. ...48 Stunden verbringt und mit ihm feiern möchte. Und so begannen dann auch die Gerüchte. Denn laut der Sängerin Jagera Wright waren Justin Timberlake und Usher nicht die einzigen, die Justin unter Vertrag haben wollten. Sie sagte vor kurzem in einem Interview, dass auch Diddy Justin unbedingt unter Vertrag haben wollte. Jedoch habe das Management abgelehnt, bis Usher Justin unter Vertrag nahm. Diejenigen unter euch, die den ersten Teil der Geheimnisse von Diddy gesehen haben, wissen, dass Usher im Alter von 15 Jahren im sogenannten Puffy Flavor Camp von Diddy war. Ja. Wo er ein Jahr zusammen mit den 10 Jahre älteren Diddy lebte. Laut Ushers Aussage war dies die schlimmste Zeit seines Lebens. Doch laut Jagera Wright
soll Usher Justin Bieber dennoch ebenfalls im Alter von 15 Jahren zu Didi geschickt haben. Das Kranke dabei eigentlich, gell, wenn du so überlegst, Bro. Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, der hat das eigentlich das Gleiche durchgemacht und lässt den trotzdem dann mit 15 zu dem gehen. Obwohl er selber sagt, es war die schlimmste Zeit seines Lebens. What the fuck, Bro? Aber der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Der musste wahrscheinlich, weißt du? Der Didi hat die doch alle an ihren Eiern gehabt. Der hat die doch alle bedroht und so. So dass Didi sich auch an Justin vergreifen konnte. Didi had been trying to get to Bieber for a minute, but it wasn't until Usher took over management and gave temporary guardianship to the diddler for 48 hours. To the diddler for 48 hours, bro. Auch nach langer Recherche konnte ich nichts finden, das die Aussagen von Jaguar Wright beweisen könnte. Und ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass manche Behauptungen von ihr einfach unglaublich klingen. Sie behauptet unter anderem, Didi habe Freak of Tapes, in dem Justin Bieber mit zahlreichen Stars zu sehen war, im Darknet für 500 Millionen Dollar verkauft, um seine Gerichtskosten zu bezahlen. Dicker, ich kann mir das vorstellen, sag ich dir so, wie es ist, ne? The last Freak Off Tape that just got sold on the Darknet went for 500 million. It had multiple stars in it. Nicki Minaj, Rihanna, Chris Brown. Yo. Bruh. Justin Bieber, Drake. And he just sold that footage. Auch wenn solche Aussagen wahnsinnig klingen, glauben ihr sehr viele Menschen, weswegen sich die Gerüchte weiterhin verbreiten. Doch ob ihre Aussagen nun stimmen oder nicht, es ist schon wirklich seltsam, dass Usher überhaupt Justin zu Didi geschickt hat. Denn Usher sagte selber einmal in einem Interview, er sei damals viel zu jung gewesen, um Didis Lebensstil überhaupt zu verstehen. Und er würde niemals sein Kind zu Didi schicken. Gesagt, Didi ist kein gutes Umfeld für einen Teenager. Und dann tut er Justin im selben Alter das gleiche an. I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Nur ein Jahr nach dem eben erwähnten Video von Didi und Justin erschien ein neues Video von den beiden, diesmal auf Didis Kanal. In diesem Video fragte Didi, warum sich Justin nicht mehr bei ihm melde und warum sie nicht mehr zusammen abhängen. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, you try to get in contact with me, you know, through all my, you know, business, you know, partners and whatnot. You never really got my number, so. Right. Okay. Number? Da Didi zu diesem Zeitpunkt 41 und Justin gerade mal 16 Jahre alt war und wir heute wissen, was für ein Freak Didi sein soll, sind Aussagen wie "Warum feiern wir nicht zusammen?" natürlich mehr als ekelhaft und sorgten dafür, dass die Gerüchteküche weiter brodelte. Aus diesem Grund waren die beiden scheinbar immer seltener gemeinsam zu sehen, bis Justin endlich 21 Jahre alt wurde und offiziell in den USA Alkohol trinken durfte. Und dreimal dürft ihr raten, wer um 0 Uhr mit ihm angestoßen hat. Der Diddler. Richtig, Didi. Justin trank um 0 Uhr gemeinsam mit Didi seinen ersten legalen Drink. Ab diesem Zeitpunkt waren die beiden häufiger auf Party gemeinsam zu sehen und es tauchten immer wieder Videos auf, die mit dem heutigen Wissen sehr unvorteilhaft aussehen. Im Jahre 2016 erschien beispielsweise ein Video, in dem Didi einen sichtlich angetrunkenen Justin eine Bad Boy Jacke überreicht, um ihn für Promozwecke auszunutzen. Ein Jahr später tauchte eines der bekanntesten Videos auf, das Justin Bieber bei einer angeblichen Didi Party zeigen soll. In dem Video steht der Footballspieler Odell Beckham Jr. vor Justin Bieber und das komplette Video sieht sehr komisch aus. Diese Aufnahmen sorgten für die Entstehung von Videos mit Titeln wie beispielsweise Justin Bieber is dating Odell Beckham, die Millionen von Klicks generierten. Das Ding ist halt, das ist in dieser Hip-Hop-Industrie, habe ich schon oft gehört von Labels und so. Es gibt Leute, die da auch mit den Whistle geblowt haben. Dass es halt auch da so ist, dass diesen Leuten gesagt wird, du musst bestimmte Dinge tun und dann wird es auch auf Tape festgehalten, damit man was gegen diese Leute in der Hand hat, so weißt du. Und wenn du dann jemanden hast, der noch jünger ist, der sich darüber vielleicht keine Gedanken macht und so wie das ja auch in dem einen Video schon gesagt wurde, dass der Didi teilweise dann auch den Leuten Videos gezeigt hat von anderen Leuten, die das auch gemacht haben. Ja, Digga.
dann kann man sich halt schon gut vorstellen, dass der gerade mit so jungen Leuten auch so eine Scheiße gemacht hat, weißt du? Einmal, um was gegen die Leute in der Hand zu haben, so Epstein-mäßig, aber auch für sein eigenes Vergnügen. So. Das ist halt crazy, weißt du, hört sich krank an, aber von diesem Diddy, wie der ausgerastet ist und was da jetzt alles rauskommt, so, da kann man sich das definitiv vorstellen. Und das ist einfach nur traurig, wenn du überlegst, dass so ein 15-jähriger Junge dann mit dem da 48 Stunden verbracht hat und so. Gott weiß, was da passiert ist in der Zeit. Und wenn du dir dann das Interview reinziehst von Justin Bieber, wo der halt dann so traurig redet und fast in Tränen ausbricht und sagt, ey, ich war voll jung, ich wusste nicht, welchen Weg ich gehen sollte und so, dann zählt man halt eins und eins zusammen, weißt du? Der wird es halt selber nicht aussprechen, aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo er auch vielleicht rauslässt, was da wirklich abgelaufen ist, so. Weiter befeuerten. Doch wie so oft wurde auch dieses Video geschnitten. Das Video wurde nicht mal bei einer Diddy-Party gefilmt. Denn mit ein wenig Recherche findet man schnell die originalen Aufnahmen, in denen zu sehen ist, dass Justin in einem der größten Clubs in Miami mit Star Liv und hunderten Fans feierte. Der Club hatte mehrere Ebenen und Odell nahm einen Schluck von seiner Wasserflasche und wollte sie dann abstellen, während Justin sich umdrehte. So schnell entstehen Gerüchte, die massenhaft Klicks generieren. Über die Jahre hinweg trafen Justin und Diddy immer wieder aufeinander. Im Jahre 2021 gab es beispielsweise eine Aufnahme, in der Diddy Justin etwas ins Ohr flüsterte. Diese Aufnahme wurde dann nach Diddys Verhaftung so interpretiert, dass Diddy Justin nach ein Abhörgerät abtastete. Und auch wenn Justin im Video nicht gerade begeistert aussieht, veröffentlichten die beiden gerade erst im letzten Jahr einen gemeinsamen Song namens Moments, als wäre nie etwas vorgefallen. Seit Diddys Verhaftung gab es bis heute kein offizielles Statement von Justin Bieber. Ja, gibt's auch Contracts und so, weißt du, du kannst da nicht einfach so auspacken, Bruder. Da sind Mächte hinten dran, auch hinter Diddy und so, die auch diese ganzen Sachen teilweise wahrscheinlich organisieren und steuern. Da kannst du nicht einfach mal auspacken jetzt. Und Justin Bieber kann nicht einfach sich hinsetzen und sagen, ja, der Diddy hat mich damals so und so. Und weißt du, die sichern sich da ja auch auf vielen Ebenen ab. Das geht nicht so leicht. Denn nur einen Monat vor Diddys Verhaftung kam Justins erstes Kind zur Welt. Und laut Insider möchte er sein... Von denen leider nie einer verklagt werden wird. Weißt du, von diesen ganzen Executives. Wie heißt der eine nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das sind auf jeden Fall Jungs mit einem bestimmten Background, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, die eigentlich hinter jedem Artist stehen. Und kannst mir nicht erzählen, dass die nicht davon Bescheid wussten oder eventuell Dinge auch initiiert haben. ...geborenes Familienglück nicht durch die negativen Schlagzeilen von Diddy beeinträchtigen lassen. Doch ich bin mir sicher, dass Justin früher oder später Stellung beziehen muss. Auch wenn ich glaube, dass er auf die Gerüchte, sollten sie nun stimmen oder nicht, niemals ausführlich eingeht. Welche Mächte, sagt eine? Musik-Executives, die Leute, die die Labels in der Hand haben. Hinter jedem Künstler stecken Leute, die das wirkliche Money haben, weißt du? Die schöffeln das Geld und die steuern auch die Industrie. Das sind ja nicht die Leute, die jetzt die Artists sind. Diddy war jetzt einer von den schwarzen Artists, die weiter nach oben gelassen wurden. Aber glaub mir mal, da gibt es noch Leute, die weiter oben sind. Die siehst du auch nicht vor Kamera oder so. Doch, wie heißt denn der eine nochmal, Digga? Ich habe seinen Namen vergessen. Sag es doch. Wie heißt denn der nochmal? Wie heißt denn Diddy sein P. Diddys Mentor, Bruder? Dieser eine, wie heißt der nochmal, Digga? Clive Davis, Bro. Schön den Namen geändert auch. Clive Davis, mein Jutster. Dann geht man halt bei Wikipedia rein und dann guckt man halt in das Leben rein, in die frühe Geschichte und dann sieht man halt, weißt du, was ich meine? So, Clive Davis in Brooklyn, New York City als Sohn seiner jüdischen Eltern Hermann und Florence Davis geboren. Er studierte an der New Yorker Universität Harvard Law School und der ist auch, wie ich weiß, ist auch homosexual. Also, was jetzt nicht schlimm ist, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie, dass das was zu bedeuten hat, aber so sehen die Leute aus, die hinten dran die Fäden ziehen. Verstehst du, wie ich meine? So. Das sind die Leute, denen die Labels gehören auch und die das fette Money machen mit den ganzen Artists und so. Doch ich bin mir sicher, dass Justin früher oder später Stellung beziehen muss. Auch wenn ich glaube... Ich glaube nicht, dass der Justin da groß auspacken wird. Auch wenn ich glaube, dass er auf die Gerüchte, sollten sie nun stimmen oder nicht, niemals ausführlich eingehen wird. Ja, niemals. Nun habe ich alle Gerüchte, die ich zu Justin und Diddy finden konnte, so neutral wie möglich beleuchtet, damit ihr euch nun selbst eine Meinung bilden könnt. Was denkt ihr? Sind das alles nur Gerüchte?
Wenn man jetzt halt weiß, wie krank so ein Diddy ist, ne, dann scheint das definitiv mehr als nur ein Gerücht zu sein. Sag ich dir ehrlich. Ich wünsche mir natürlich, dass da nichts dran ist. Das wünscht man sich natürlich von ganzem Herzen, aber leider denke ich, dass auch ein Justin sehr viel durchgemacht hat und sehr viel mitgemacht hat, was niemand mitmachen sollte. Weißt du? So wie viele Kinderstars. Oder traut ihr dir die ganzen Sachen zu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bleibt gesund und wir hören uns wie immer beim nächsten Video. Gerne. Und raus. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Ja. Wir haben mal unseren Senf abgegeben. Schreibt auf jeden Fall auch eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, was ihr denkt, ob da was dran sein könnte oder nicht. Ja. Ob der Diddy da wirklich auch was Böses gemacht hat mit dem Bruder Justin. Und ja, Alter. Es ist crazy. Es ist schon verstörend auf jeden Fall. Auf einer Seite, auf der anderen Seite ist auch gut, dass mehr Sachen ans Licht kommen und dass immer mehr Leute sehen, was da eigentlich abgeht, so hinter den Kulissen etc. pp. Naja, schauen wir mal, wie das Thema weitergeht. Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Gang.